Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in unserem Antrag geht es darum, einen weiteren Weg zur Erreichung der Pariser Klimaziele zu eröffnen und synthetischen klimaneutralen Kraftstoffen eine faire Chance im Energie- und Mobilitätsmix der Zukunft einzuräumen. Unser Antrag zu synthetischen Kraftstoffen ist ein Plädoyer und ein Bekenntnis zur Technologieoffenheit. Technologieoffenheit nicht als Selbstzweck, sondern als Möglichkeit, Wohlstand und Lebensqualität in Deutschland für die Zukunft zu sichern. Und weil wir Freien Demokraten offen sind für neue Technologien, können wir die einseitige Fokussierung der Bundesregierung auf die Elektromobilität nicht nachvollziehen. Lebensqualität bedeutet längst, das Klima zu schützen. Und mit Blick in die Realität sehen wir doch, dass noch immer 75% der in Deutschland neu zugelassenen Fahrzeuge im Jahr 2020 mit Verbrennungsmotoren angetrieben worden sind. Und weltweit sind es sogar über 90%. Und wenn wir das Klima schützen wollen, dann müssen wir diese Fahrzeuge klimaneutral fahren lassen. Und der Schlüssel dazu sind nun mal synthetische Kraftstoffe. Und an dieser Stelle wird immer wieder über Kosten gesprochen. Die kosten ja so schrecklich viel. Meine Damen und Herren, im Jahr 2000 war die Solarenergie unendlich teuer, 50 Cent die Kilowattstunde. Und trotzdem haben wir Ihnen eine Chance eingeräumt. Und schauen Sie, wo die Solarenergie heute ist. Und die gleiche faire Chance fordern wir heute und hier für synthetische Kraftstoffe. Wir wollen technologieoffen sein, und das heißt faire Chancen für alle. Aber die Bundesregierung hat es nicht so mit der Technologieoffenheit. Anders lässt es sich nicht erklären, dass sie an allen Ecken und Enden gegen die synthetischen Kraftstoffe kämpft. Und nur ein paar Beispiele. Entgegen der EU-Richtlinie sind synthetische Kraftstoffe im deutschen Straßenverkehr nicht zugelassen. Die Anrechnung der synthetischen Kraftstoffe bei Erreichung der Klimaziele erfolgt nicht. Bei der Luftreinhaltung. Synthetische Kraftstoffe können sogar Feinstaub und Stickoxide reduzieren. Keine Berücksichtigung. Und sogar bei der jetzt debattierten RED2-Richtlinie werden synthetische Kraftstoffe nach wie vor signifikant gegenüber der Elektromobilität benachteiligt. Meine Damen und Herren, man kann das Gefühl bekommen, hier geht es gar nicht um Klimaschutz. Hier geht es um Einschränkung der individuellen Mobilität und um das Verbot des Verbrennungsmotors. Und während manche Parteien das tatsächlich sogar in ihrem Parteiprogramm haben, verwundert es mich gerade bei Ihnen, liebe CDU, dass Sie dieses Spiel mitspielen. Weil alle die von mir gerade eben genannten Regelungen sind in Ihrer Verantwortung in dieser Legislaturperiode gefallen. Liebe CDU, ganz ehrlich, da tragen Sie Verantwortung, das hätten Sie besser machen können. Aber sei es drum. Wir als FDP sind eine offene, eine optimistische und eine zukunftsorientierte Partei. Und deswegen wollen wir Ihnen mit unserem Antrag die Möglichkeit geben, unser Bekenntnis zu Wohlstand und Arbeitsplätze, unser Bekenntnis zu Lebensqualität und Klimaschutz und unser Bekenntnis für Technologieoffenheit zu unterstützen. Schließen Sie sich dem Antrag für synthetische Kraftstoffe an und räumen Sie diesen einen fairen Part im Energiemix der Zukunft ein. Vielen Dank. Und das Wort hat Oliver Grundmann von der CDU-CSU-Fraktion.